Da atme ich einmal kurz tief ein und aus. Unser Protagonist ja auch. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns immer noch in unserem Reich mit Frank. Wir hatten einen sehr schönen Abend. Wir haben noch ein Filmchen geguckt. Und ich würde sagen, wir machen erstmal eine gemütliche, chillige Musik an. Ich esse einmal und trinke einmal etwas. Und dann sind wir wieder einigermaßen auf dem Stand. Die nächste Idee, die wir hatten, was stand denn nochmal an? Nachdem wir ja so grandios in den letzten paar Folgen auch Unterhosen und so gefunden haben, würde ich gerne einmal... Ach komm, wir gehen einmal zur Videospielkonsole. Euch interessiert das doch bestimmt auch, die Videospielkonsole, die wir da gefunden haben. Und wir haben ja den Schubregler jetzt entwickelt oder bekommen. Und wir haben mehr Sauerstoff, was schon mal einiges bringt. Und jetzt würde ich doch gerne tatsächlich hier ein wenig... Was ist das hier? Mortal Wombat. Morpel Wombat, auch schön. Okay, ein legendäres Kampfspiel für die beste Konsole. Der Traum aller Jungs auf allen Planeten. Bluteingeweide, halbnackte Küken und Stahlmuskeln des Wombats sind alles, was ein Mann braucht, wenn er 15 ist. Nehmen wir mit. Be careful. Games provoke cruelty, because according to statistics, most criminals play. So, was auch. Ach, wie geil. So ein bisschen wie früher der alte Nintendo, der erste. Ein Gamepad von der beliebtesten Konsole. Früher drücken wir diese Knöpfe stundenlang, bis unsere Finger schmerzen. Das waren gute Zeiten. Oh ja, da erinnere ich mich immer wieder gerne dran. All criminals drink water. Blinked and used toilet paper, which makes können wir auch die Konsole mitnehmen? Unequivocal conclusion about your criminal inclinations. Aber Mann, die Konsole können wir nicht mitnehmen. Schade. Großer Fernseher. Den haben wir ja gescannt. Ist hier sonst noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Alkohol wieder, ne? Alkohol. Ja, Stahl. Oder. Ja, Metall. Lass uns mal weiterreisen. Vielleicht finden wir. Wollten wir nicht. Da waren wir gewesen, ne? Wo können wir denn mal hin? Waren wir da schon gewesen? Ja, da war die Poststation. Oder das Postshuttle. Ich würde einmal hier hin düsen. Und ich nehme mal einmal eine Sauerstoff. Ne, wir brauchen jetzt zwei, damit wir einmal voll haben. Was ist das hier? Das sieht aus, als würde das nicht dahin gehören. Okay. Ging das hier? Was brauchen wir denn dafür? Einen Scanner, den haben wir. Oh, warte mal. Jetzt wird's interessant. Oh, wo sind wir denn hier? This is working autonomous oxygen station. It can be used for long distance flights if you don't break it. Kaputte Sauerstoffstation. Carefully remove the station by removing two. Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. Blaupause Sauerstoffgenerator. Blaupause Sauerstoffgenerator. Ja, nice. Oh, warte mal, die Kabel nehmen wir noch mit. Geil, wir haben den Sauerstoffgenerator gefunden. Cool. Und ich glaube, noch eine weitere Blaupause. Oh, wir kriegen hier Sauerstoff. Guck mal. Wir verlieren hier nichts, wenn wir hier bleiben. Das ist ja nice. Okay, extrahieren. Gummi war mit Heckenschere. Haben wir die mit? Haben wir mit. Tausche ich mal auf der 3. Was ist das hier? Loch im Gummi. Achso, das ist hier drumrum. Können wir sonst noch irgendwas abarbeiten hier, was wir vielleicht brauchen? Boah, das ist so surreal, so hier so rumzufliegen, ne? Das ist halt... Ja, und wir sind mittlerweile, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf und gerechnet habe, sind wir tatsächlich mittlerweile bei Folge... Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Folge 6 schon, ne? Ich meine, ist jetzt noch nicht so viel, aber... Für die Verhältnisse ist das schon, denn wenn ich überlege, wie lange schon her ist, wo ich mein letztes Let's Play gemacht habe, ist das schon ordentlich. Und ja, wie gesagt, ich weiß doch noch gar nicht, wie lange ich aufnehmen werde, wie viele Folgen hiervon kommen werden. Es liegt natürlich auch so ein bisschen im Ermessen, wie viel Spaß mir das noch macht dann, also wie lange. Und aber ich will auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier erleben, wie gesagt, Fahrzeuge, Base bauen, also hier eine Basis bauen und so ein Kram, das würde ich alles gerne noch machen wollen. Und, also werden auf jeden Fall noch ein paar Völkchen kommen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich das schaffen werde, dass die kommen werden. Das kann ich nicht versprechen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass, jetzt in den, also, jetzt kam, glaube ich, jedes Mal um 20 Uhr eine Folge.
Und es kommt natürlich auch mal drauf an, wie ich Zeit finde. Wie ich quasi Zeit finde, die Folgen aufzunehmen halt quasi. Und da muss ich ja dann immer schauen. Also nicht übel nehmen, wenn da mal einen Tag eine Folge ausfällt oder sonst irgendwas. So, Sauerstoffgenerator. Achso, den haben wir ja sogar schon hier. Den können wir jetzt auch herstellen. Das ist ja ganz toll. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür wir den genau brauchen. Für die Sauerstoffstation. Oh, jetzt können wir die bauen. Das ist das, was ich dachte, dass wir vorhin hatten. Oder in der letzten Folge mit den Sauerstoffballons. Dickes Isolierband und Aluminium. Haben wir sogar schon. Stellen wir mal ein bisschen her. Aluminium haben wir, glaube ich, auch schon gesammelt. Machen wir 4 Stück. Nicht genug Ressourcen. Wir haben noch Gummi. Jetzt wird's interessant. Da haben wir noch Gummi. Und wir haben Aluminium, haben wir, glaube ich, da auch schon gesammelt, ne? Hier. 3-mal nur. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So, damit haben wir 4-mal Isolierband. Und dann bauen wir mal davon, ja, Maximum, was wir können. Wir schauen mal. Boah, sind die riesig. Nicht genug Platz. Okay. Wisst ihr, was wir machen? Ich würde tatsächlich meine Werkzeuge mal ablegen, die ich gerade aktuell nicht brauche. Wie zum Beispiel den Bohrer können wir, glaube ich, den brauchen wir, glaube ich, zum Abbauen. Ich würde den Scanner mal fallen lassen. Genau, wir lassen ihn mal hier liegen, die Sachen. Die Schere. Und den Greifer. Die hat er jetzt hinten hingeschmissen. Ernsthaft? Weil ich würde die schon gerne wiederfinden. Deswegen würde ich die gerne hier vorne irgendwo hinlegen. Genau so. So, dass wir hier vorne die Werkzeuge haben. Es sieht jetzt nicht ordentlich aus. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Aber okay. Nein, natürlich nicht. Aber dann haben wir wenigstens auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Können wir das hier hinlegen? Nee. Ah, dass man das hier nicht umplatzieren kann, das nervt mich ein bisschen. Das wäre noch schön, wenn man das noch so ein bisschen umsortieren könnte. Das wäre ein ganz schöner Traum. Kann ich denn jetzt noch einen herstellen? Einfach nur mal gucken. Ja, wir haben den Platz. Das heißt, wir können 2 Stück hinstellen. Die sind riesig. Und ihr werdet jetzt auch sehen, was ich meinte mit, mit platzieren. So, wir haben natürlich jetzt jede Menge Luft. Wir haben 75 Sauerstoff. Und ich würde die jetzt ein wenig positionieren gleich. Ja, ich sag mal, bei Hälfte vielleicht nicht so. Es soll ja auch nicht zu knapp werden. Also vielleicht etwas unter der Hälfte. Und dass wir genau da hinkommen, wo wir hinwollen. Ich würde jetzt vielleicht hier ein positionieren, benutzen. 1. If this station doesn't explode, your engineering skills will be reconsidered. I recommend that you investigate the immediate vicinity in search of radiation protective equipment for flying to the evacuation zone. So, das heißt, wir können jetzt hier dran gehen und können jetzt hier Sauerstoff auffüllen. Unten links sieht man das. Und wir können auch tatsächlich mit den Dingern hier, ich weiß nicht, wie das geht. Man kann die irgendwie. Du kannst stolz darauf sein und sie in Sauerstoffstation stecken. Aber wie? Laden? Ah, okay, man muss auf Laden klicken, wenn man die bei sich hat. Alles klar, okay. Und dann düsen wir weiter natürlich. Und somit überbrückt man quasi so diese. Ja, die, ja, nicht Zeit, will ich nicht sagen, aber man überbrückt quasi so den Weg. Weil man muss ja mit dem Sauerstoff quasi so ein bisschen managen in dem Spiel. Und so kann man das so ein bisschen nicht umgehen. Aber so, ich platziere das mal jetzt. So, einmal auffüllen. So, und dann können wir nämlich jetzt hier zurückreisen. Und jetzt haben wir nämlich hier einmal da den Ballon und einmal hier schon mal den Ballon. Und ich würde jetzt tatsächlich nochmal 2 weitere bauen. Und somit quasi, wie gesagt, überbrücken wir unseren Sauerstoff damit, dass wir uns keine Sorgen machen müssen,
dass uns der Sauerstoff ausgeht, wenn wir mal weiter reisen. So, ich nehme mal hier ein bisschen mit wieder, damit wir ein bisschen für unterwegs haben. So, und schon können wir ganz getrost und ganz genüsslich wieder gemütlich zurückreisen. Ganz cool eigentlich. Finde ich mega. So. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt noch zwei weitere Ballons herstellen. Ich weiß nicht, ob wir später noch einen schnelleren Boost kriegen, dass sich schneller auflädt, weil man sieht jetzt in der Mitte diesen Balken, der lädt sich ein bisschen langsamer auf. Schauen wir mal. Da gibt es da später eine erweiterte Version von oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, weiß ich noch nicht. Hallo Frank! Liegst du wieder da rum? So. Kann ich es herstellen? Ja, nice. Ich glaube, wir können noch zwei herstellen. Die nehmen wir mit. Nein, unzureichend. Was fehlt uns denn? Aluminium! Gar kein Problem. Hatten wir auf dem Asteroiden gehabt, ne? Wo war das gewesen, das Aluminium? Ich bin gerade nochmal überlegen, wo das war. Das war kein Aluminium. Das sah ein bisschen anders aus. Gerade ein bisschen am Gucken, wo hier vielleicht Aluminium sein könnte. Hui. Voll cool, dass man seine Beine so sieht. Ach ja. Kein Aluminium hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier muss doch irgendwo Aluminium sein. Da sehe ich doch Aluminium. Wusste ich's doch. So sieht Aluminium aus. Ja, ja, ja. Haben wir noch ein Fläschchen? Haben wir noch, ne? So, noch einmal ein bisschen Hälfte auffüllen. Sonst noch irgendwo Aluminium? Ich gucke gerade noch mal, ob wir noch was finden. Da ist noch Aluminium. Das würde ich noch mitnehmen. Scheint auch eine sehr rare Ressource zu sein. Gut, und somit können wir zurück zur Station. Und können quasi einmal rein in unsere Station. Und verdammt. Hat Frank sich bewegt? Bin mir nicht sicher. Gruselig. Aber wir haben die Karte noch mit und das Gamepad, ne? Warte mal. Uns fehlt noch die Spielekonsole. Nein! Ich will, dass man die Karte sieht, die Spielkarte. Ja, oder so. Okay, naja. Haben wir Gamepad hier liegen? Wieso liegt der Hamster jetzt hier? Warum liegt der Hamster hier? Frank? Frank, was hast du? Frank? Was? Was soll... Frank, was hast du da Hamster gemacht? Was soll das? Frank? Was machst du mal mit dem Hamster? Alter, ich raste aus mit dir, Frank. Das kann mit dir nur so nicht weitergehen. Du bist den ganzen Tag nur am Pennen. Ja, guck mich nicht so an. So unschuldig. Du brauchst dich nicht wegdrehen. Frank, was soll das? Frank, wenn ich mit dir rede, guck mich an. Was soll denn das? Nein, Frank... Frank, was soll das? Was hab ich dir... Du bist nur am... Frank, was soll denn das? Jetzt bitte. Na, Hauptsache er macht sich's gemütlich. Das ist ja die Hauptsache. Ich schau nochmal drüber weg, Frank, ne? So, wir brauchen eine Sauerstoffkerze. Achso, brauchen wir auch. Dann stellen wir doch eine Sauerstoffkerze her, wenn wir eine Batterie hätten. Die wir, glaube ich, im Container, glaube ich, haben. Ja. Ich würde, glaube ich, ein bisschen Plastikschere und den Honig mal eben ablagern und das Kabel. Und dann würde ich sagen, stellen wir nochmal so ein Ballönchen her. Oder beziehungsweise eine Sauerstoffkerze. Und dann können wir nochmal bei Objekte
können wir bei Stationen nochmal eine Sauerstoffstation herstellen. Und somit haben wir zwei dabei und wir düsen raus. Und düsen direkt in den Weltraum. Juhu! Ich weiß noch nicht, ob wir es diese Folge schaffen werden, dorthin zu kommen, wo wir hin müssen, laut Aufgabe. Kann ich noch nicht versprechen, weiß ich noch nicht. Könnte aber vielleicht gleich passieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir auf jeden Fall die anderen Ballons halt platzieren. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Sauerstoff hier mit. So. Cool, dass man vorbeifliegen quasi auch so Sauerstoff mitnehmen kann. Da, da, da. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wie schön das einfach aussieht, ne? Aber so stelle ich mir, was? Gefriergefahr? Achso, ja. Immer mit der Ruhe. Aber so, hallo? Aber genau so stelle ich mir auch den Weltraum vor, wenn man da so, glaube ich, so schwerelos rumfliegt. Wir nehmen hier ganz schön viel Schaden unten rechts. Ich versuche hier zwischendurch irgendwie mich durchzuschleichen. Ich weiß nicht, ob es von rechts oder von links kommt. Nimm schon mal die Station in der Hand. Bei 1. Damit wir sie gleich direkt platzieren können. Oh, wir nehmen hier ganz schön viel Schaden, ne? Oh, oh. Ich platziere mal. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das von dem Zeug kommt oder ob das von da kommt, weil da ist... Oha, da ist auch irgendwas. Da weiß ich, da waren wir, glaube ich, mal drin gewesen, wie wir es damals im Stream gespielt haben. Auf Twitch. Auf Twitch ist aber, wie gesagt, schon ewig her. Ich versuche mal hier runter. Hier wird die Strahlung mehr. Oh, nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Strahlungsschutz, weil sonst wird das hier nichts. The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there. But there are no signals from that detected in this area. Probably everyone died. Ja, wir nehmen jetzt Schaden. Nicht gut. Ich würde trotzdem aber einmal hier die Dings platzieren. Aber wir Schaden nehmen. Verdammt. Wir müssen zurück. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall... Oh Mann, ich habe jetzt keinen Sauerstoff. Oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall düsen. Oh, das könnte knapp werden. Oh, oh. Das könnte richtig knapp werden. Verdammt. Weil wir jetzt auch Schaden genommen haben, haben wir halt nicht so viel Leben. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Komm. Oha! Ohohohoho. Ja, das ist doch mal so gerade eben gut. Ich gucke nur auf meine Gesundheitsanzeige unten links und denke mir so, holy shit! Okay, das heißt also, wir werden da noch nicht hinkommen. Sprich, wir brauchen irgendwas gegen Strahlung, was uns schützt. Ich schätze einen Anzug. Wir müssen weiter, wir müssen definitiv weiter, weil hier frieren wir sogar auch. Wir müssen also weiter die Umgebung um uns herum erforschen. Wir können auch noch weiter von diesen Teilen bauen. Das ist ja nicht das Problem. Wir können halt richtig viel von diesen Dingern bauen. Das wäre nicht das Problem. Verdammt. Naja, okay. Also dauert das noch ein wenig, bis wir ungefähr da sind. Aber wir haben ja schon mal so ungefähr so einen Weg mit Ballons gemacht, dass wir da eigentlich keine Sorgen haben werden oder brauchen. Waren wir da schon? Das sieht so aus, wären wir da noch nicht gewesen. Habe ich Werkzeuge noch mit? Ja, habe ich noch, ne?
35, Haltbarkeit 3. Ich nehme erstmal den hier, der gleich kaputt geht. So, füllen wir erstmal auf und dann würde ich sagen, düsen wir einmal nach oben. Hier waren wir noch nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Also wären wir hier schon gewesen. Hier gibt es Ressourcen. Oh ja, nicht zu wenige. Ja, war klar. Was wir haben, haben wir. Nehmen wir mit. Oh, ich bin so doof. Kleines Gasblasen? Errungenschaft freigeschaltet, okay. Ah, wahrscheinlich wegen hier rumgleiten und so. Okay, wir sollten auf jeden Fall uns ausruhen wegen Energie, dass wir wieder Leben bekommen. Unsere Gesundheit ist halt echt am Arsch, muss man einfach so sagen, wie es ist. Moin, Frank. Frank. Frank, was soll das? Frank, du sollst nicht den Hamster begatten. Frank, was machst du denn da? Sag mal, was ist denn los mit dir? Frank, weißt du was? Du musst dich jetzt mal ausruhen. Du musst dich jetzt ausruhen und soll ich dir was sagen? Du kommst auf die stille Treppe. Du kommst hier ins Klo. Du musst jetzt hier dich ausruhen. Es ist mir egal, was du darüber denkst. Aber du musst einfach mal... Du kannst doch nicht einfach unseren Hamster hier anbegatten und angreifen. Es ist mir egal, was du denkst. Aber du kannst doch nicht einfach vom Bett springen und einfach den Hamster begatten wollen. Was ist denn los mit dir? Ja, da guckst du. Da denkst du mal drüber nach. So. Armer Hamster, geht's dir gut? Okay. Oh, wo ist er hin? Na, der ist jetzt beleidigt, der Hamster. Wäre ich auch, natürlich. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn da? Haben wir denn was bekommen? Nee, okay. Neue Blaupause haben wir natürlich nicht bekommen. Auf jeden Fall sollten wir mit dem Scanner ein wenig rumforschen demnächst. Und was wir finden und abscannen und so zum Scannen, dann kriegen wir auch neue Blaupausen wieder. Jetzt würde ich gerne einmal was trinken und was essen. Am besten zwei Flaschen Wasser, zweimal essen. Einmal, zweimal. Und dann würde ich mich einmal ausruhen. Denn damit wir unsere Lebensenergie unten auftanken. Wir verlieren natürlich jetzt an Essen und Hunger natürlich. Beim Schlafen ist natürlich logisch. Ja, das ist ja nochmal so gerade eben gut gegangen. Wir können natürlich jetzt auch, uns ein Medipack craften oder so, aber ich habe halt so viel Nahrung und so viel zu trinken, dass quasi eigentlich besser ist, im Shuttlebett einfach zu schlafen jetzt. Frank ruht sich jetzt gerade im Klo aus, also von so an ist es eh das Beste, mal das Bett für uns zu haben und zu benutzen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Freunde, ich würde, glaube ich, jetzt auch nochmal eben schnell nur kurz gucken, was wir brauchen für Strahlungsschutz, was wir da benötigen. Lass uns doch mal gucken. Ausrüstung. Strahlenschutz plus 50. Mhm. Stoffrolle und Bleilackierung. Wo kriegen wir Bleilackierung her? Lass mal gucken. Das müsste Ressourcen sein, ne, oder? Blei. Wir brauchen erstmal Blei. Industrielle Lacktanks. Stationstrümmer. Via Hände oder handlichen Schaber. Bleilackierung. Via Handwerk. Die Verwendung einer Mischung aus Schiffsfarbe und Bleilösung ist ein veralteter Weg, um sich von Strahlung zu schützen. Sie wurde wegen ihrer hohen Kosten und der fast völligen Abwesenheit dieses Schutzes überholt. Aber die Methode ist gut, wenn man daran glaubt. Okay. Also müssen wir Blei erstmal farmen. Das heißt, in der nächsten Folge, wenn Flexi daran denkt, wir haben ja ausgeschlafen für ihn, würde ich sagen,
geht's in der nächsten Folge weiter. Ja, auf der Suche nach Blei. Und dann schaltet ihr auch wieder ein, wenn es wieder heißt... Oh. Jetzt geht das Radio nicht aus, wenn ich hier stehe. Komisch. Hm. Vielleicht, wenn Frank hier liegt? Ich würde das nochmal ausprobieren. Er sitzt schon wieder nicht im Klo. Frank! Huch, wo ist er hin? Hui! Frank, ah, Frank, schreck mir doch nicht deinen Arsch ins Gesicht. Mann, hier gucken doch Leute zu. Was soll denn das, Mann? Frank, leg dich doch mal gechillt dahin. Wo ist dein Arm? Du musst deinen Arm doch mal richtig hier legen. Frank, jetzt bitte. Was machst du mit deinem... Du brauchst dich doch nicht wegdrehen, Frank. Frank, sei doch jetzt nicht so schüchtern. Hm? Frank, ha? Guck mal. Ist doch richtig gemütlich da am Liegen. Was hältst du davon, hm? So, guck mal. Nee, die Musik bleibt. Okay, egal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter bei Brief Edge. Wenn der Flexi dran denkt, Blei zu suchen, wenn ich müsste ihn dran erinnern, in den Kommentaren. Würde mich freuen, von euch mal zu hören, was ihr davon haltet, von dem Spiel, was ihr bisher so gesehen habt. Und ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Sonntag noch, wann ihr das immer auch guckt, weil ich glaube, Sonntag müsste die Folge rauskommen. Bin mir nicht sicher, kann sein. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Hier auf der little kleinen Mini-Station mit Frank, dem Hamster und mir. Also, macht's gut. Tschüss.